Metal, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Winklers Liste 2. Wir schauen 50 Spiele, meine Meinung dazu, Teil 1. Ich habe nochmal geguckt, es gibt keinen Teil 2. Es gibt keinen Teil 2, also Rainer hat sich wieder was vorgenommen. Das ist ja bei Rainer, ja, kommt das schon mal vor. Und hat dann einfach mal nicht weitergemacht, ne? Stichwort, ach, eigentlich sein ganzes Leben, aber mir fällt gerade der Podcast zum Beispiel ein, den er machen wollte und ja, ganz, ganz viele andere Sachen. Naja, wir schauen, wie gesagt, bei Winklers Liste 2. Schaut gerne bei ihm vorbei. Ich hoffe, ich hebe meinen Arm, bete und hoffe, er macht eines Tages endlich weiter. Das wäre sehr, sehr schön. Begrüßung zu kurz wird auch schon im Stream geschrieben. Das ist, ey, wirklich, du versüßt mir einfach den Tag. Das ist jedes Mal schön. Ja, wir gehen gleich rein. Vorher gibt es natürlich noch die Mitglieder ab. Woggle Level 5. Nämlich der Sebastian. Sorrow. Volker Putt. Krapfenlord 1510. Auch sehr schöner Name. Haratz. Der German Grizzly. Konsolen Buddy. Auf Anfang. AMB. Ich muss ja aufpassen, dass ich keinen vergesse. Internet Kaspar. Genau. Und ein besonderes Danke. Alle Woche Level 10 Mitglieder. Und jetzt kommt der beste Name, das Krokettendilo. Leute, also wirklich ein nicer Name. Bianca Katzenwolle, Buttergolem ASB, der Dodo, Xenomorph, Oberpfalz-Hater und der brennende Mikrowellenmuffin. Ein besonderes Danke an euch. Leute, wir gehen gleich rein. Und ich würde sagen, let's go. Ein herzliches Willkommen. Ich habe immer noch den blauen Fleck an meinem Finger. Es wird wahrscheinlich auch kein richtiges Format sein als solches. Es wird mehrere Folgen davon geben. Raccoon ist jetzt auch auf Level 5. Dann begrüße ich dich auch bei den Ehrenmitgliedern. Danke, danke, danke für deinen Support. Ich sehe, Nay Never hat auch noch was gespendet. Die Spenden brauchen manchmal ewig, um eingeblendet zu werden. Ich danke dir aber schon mal. Vermutlich wird es irgendwann auch noch eine Füllefolge geben, weil ich selbst nicht weiß, wie viele das alles sind. Und das wird echt eine Aufgabe fürs Leben im Moment. Ist jetzt schon am Titel Spiele, die ich spiele und meine Meinung dazu. Ich wurde gebeten von einem meiner Mods oder einer meiner Mods. Ich habe irgendwas im Auge, sorry. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, gewünscht, gemacht. Das ist doch eine gute Idee. Mir bringt es Content, euch bringt es Informationen. Informationen, Leute, ne? Informationen darüber, was Rainer spielen tut. Das ist ganz, ganz toll. Jake Nixon, auch ein Level 1 Hater jetzt hier, oder Wongel. Danke, danke, danke. Was soll ich sagen? Also, Informationen, Rainer. Ach, du erzählst mir halt jetzt von irgendwelchen 50 Spielen, erzählst wahrscheinlich, ja, das habe ich gespielt, das ist okay. Ja, das habe ich nicht so viel gespielt, das war mir zu schwer. Ja, also ich spiele auch hier und da Spiele. Ich werde was dazu sagen oder meine. Leute, was ist denn jetzt los, Alter? Oh Gott. BOQV8. Dankeschön. Ah, auch morgen Level 5. Vielen lieben Dank. Danke, 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 Leute. Alter, ich will den Namen nicht mehr vorlesen. Ah, jetzt. Wingelbels. Wingelbels. Frohe Alleinnachten, Anne. Frohe Alleinnachten. Danke, danke, danke. Für den Support, danke. Ich will den Namen nicht hervorlesen. Wieg geiler Furzknoten. Auch Woche Level 5. Danke, danke, danke. Leute, was ist denn hier los? Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Ich werde natürlich meinen Senf dazugeben, wenn ich sehe, ja, okay, er erzählt jetzt über das Spiel, da kenne ich mir ein bisschen aus, dann werde ich meine Meinung auch mal dazu sagen. Aber das, ich bin sehr gespannt, was er da für Spiele drin hat. Bestimmt solche Standardsachen wie Salat, Mario, ja, siehst du, mir fällt mir gar nicht ein. Let's go. Wie genau nehme ich ein Video auf? Vielleicht werde ich dazu mal extra ein Video machen, aber solche Videostreams wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil anstatt meine Freizeit damit zu verschwenden, mich hinzustellen und mich darüber aufzuregen, so. Ich setze mich hin. Junge, dieser Stuhl, der hat wirklich alles gegeben. Habt ihr gehört? Der hat Todesschreie ausgelassen, als er sich gerade zur Seite gelehnt hat. Ach, der arme, arme Haterstuhl. Und anstatt meine Freizeit damit zu verbringen, einfach mein Skript zu schreiben, habe ich mir gedacht, ich könnte das Ganze auch so machen, dass ich euch noch zusätzlich Material liefere. Denn ich bin momentan sowieso ziemlich zeitig angebunden und kann euch deswegen nicht so viel bieten, wie ich gerne würde. Und ich habe mir gedacht, anstatt dass heute gar kein Stream kommt, mache ich euch heute einen kleinen Stream. Aber anstatt dass ich euch das zeige, was ja Schwachsinn wäre, weil sonst wäre das Video hier sinnlos, habe ich mir gedacht,
YOLO, ich mache es jetzt einfach so, dass ich einfach einen Stream mache und erzähle ich euch ein bisschen was so drüber. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch Ideen von Filmen, die mir jetzt nicht, von Spielen, die mir jetzt nicht eingefallen sind. So, ich habe jetzt aber nur 5, in Anführungszeichen, nur 50 Spiele aufgelistet. Es ist alles querbeet durch, also es hat keinerlei Richtlinie, es hat keinerlei. Es sagt gar nichts aus. Es gibt nicht mein Lieblingsspiel und mein Nicht-Lieblingsspiel. Es gibt nicht Spiele, die ich Ja, mag. das ist wichtig. Ihr kennt den Lord, der hat nicht irgendwas mit Liebling. Ne? Wie jeder normale Mensch, der Lord ist ein bisschen anders. Ne? Der hat kein Lieblingsessen, kein Lieblingstrinken, der mag keine Schokolade, keine Burger, keine Pizza, keinen Döner. Rainer mag einfach nichts. Ich glaube, er mag nicht mal sich selber. Nicht mag. Es gibt nicht Spiele, die ich irgendwie reihenfolgetechnisch mache. Es sind nicht nur Konsolen oder Computerspiele, sondern es sind wirklich alles durcheinander gemischt. Ich habe mich jetzt mal auf Computer und Konsolen beschränkt. Ich hätte auch noch Gameboy machen können. Brettspiele werde ich natürlich außen vor lassen. Es geht wirklich um digitale Spiele oder halt ja, virtuelle oder sonstiges. Ne? Also alles, was mit Computer, CD und DVD und Spiele und so weiter zu tun hat. Erste, was mir natürlich eingefallen ist, ist Zelda. Wenn es ein oder Möchte Etzeler von meiner 2 Millionen Marke etwas an die Leute zurückgeben, die mich groß gemacht haben. Frohe Weihnachten, meine lieben Heiterlein. Ah, danke, Drache-Offizier. Das ist sehr nett, dass du mit deiner wirklich sehr, 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 sehr gewinnbringenden Marge. Er hat Marge mit Marge geschrieben. Da bist du wahnsinnig, ja. Dass du da was zurückgeben willst, finde ich sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank für den Support. Ja, was ist natürlich das erste Spiel, was er nennt? Zelat. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Hellseher bin, ne? Aber da habe ich schon mal wieder die Kristallkugel ausgepackt, meine Freunde, ne? Ah, vielleicht bin ich auch Schamane und weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch Schamane. Anderes Spiel noch nicht dabei ist, wartet einfach die nächsten Folgen ab. Entschuldigung. Und zukünftig kann ich dann einfach auf diese Videos vermerken. Gut, fangen wir direkt beim ersten Spiel an. Wie ich gerade schon erwähnte, ist das The Legend of Zelda. Meine Meinung zu The Ach Legend. so, ja. Ja, also wenn ich Zelat spiele, dann denke ich auch immer, wirklich, das ist so gottlos, dass er diese ganzen S und M's aneinander klatscht und zusammenschneidet. Das wirklich, das. Stell dich mal vor, ihr müsstet das schneiden. Ihr wollt perfekt dieses rausschneiden. Ihr müsst euch das 100 Mal anhören. Hätte ich so keinen Bock drauf. Da verstehe ich wieder, warum Winklers Liste nichts mehr macht. Der ist wahnsinnig geworden wahrscheinlich deswegen. Auf Zelda natürlich, es ist ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Alle durch die Bank weg geil. Das Einzige, was für mich wirklich ein Dorn im Auge ist, das ist aber, glaube ich, bei vielen. Hallo Wongel, kauft deiner Freundin Ausdenken was. Die kriegt nix. Das ist alles meins. Black Billy, vielen lieben Dank für den Support. Danke, danke. Vielen Zelda-Fans ist wirklich der zweite Teil, also der Adventure of Link. War ein bisschen crap, das Spiel, muss ich sagen. Und ich feiere das. Feiere das wirklich hart. Brutal. Das war ein bisschen crap, das Spiel, und ich feiere das wirklich hart. War wahrscheinlich aus dem Zusammenhang geschnitten, aber trotzdem lustig. Legend ist ein Spiel mit Jack Black. Ich weiß nicht, wer von euch den Schauspieler kennt. Ist auch nicht nur ein Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Und ist unter anderem der Sänger und ich glaube sogar Gitarrist, einer der Gitarristen von der Band Tenacious D. Oder Destination D. Ich weiß nicht, wie. Also ich kenne dieses Brutal Legend nur von ihm und ja, das ist halt wirklich so ein richtiges Nischenspiel. Ist halt überhaupt nicht meins, aber ja, kann man halt machen. Nickname schreibt Wildzähme Pferden. Ey, Leute, wirklich dieses Salatvideo damals, ne? Bruder, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Lachflash gehabt. Das war so unnormal. Vielleicht gucken wir uns das Salatvideo auch nochmal an, da hätte ich auch wieder Lust drauf. Einfach nochmal zum Lachen, herrlich. Ausgesprochen werden. Und die haben aber viele andere gute Lieder auch. Brauchen wir jetzt nicht genau ins Detail gehen. Es geht ja nicht um die Spiele, sondern um die. Zieht euch das Spiel mal rein, wenn ihr auf Metal steht und wenn ihr vor allem so ein bisschen auf Hack and Slay steht. Ein richtig geiler Hot Rod. Viele andere gute Songs. Könnte ich jetzt natürlich 1000 Stunden damit verbringen, alle aufzuzählen. Würde ich auch wahrscheinlich hinkriegen. Metal. Das ist doch besser als alles andere. Metal, Leute, nicht vergessen, nicht vergessen. Ich bin Mettler, ja, schon immer gewesen und deswegen mache ich im Stream auch Helene Fischer an. Easy peasy. Thomas fragt, ist das live? Bruder, da steht Livestream und nee, das ist nicht live. Let's go. Gott hab ihm, oder der Teufel hab ihn selig, müsste man ja sagen. Der gute Lemmy, der Killmaster, der auch wirklich im Spiel Killmaster heißt. Dann hätten wir die Elder Scrolls-Reihe, wobei ich dazu sagen muss, ich hier besonderes Augenmerk auf die Elder Scrolls Skyrim legen möchte. Ich wollte gerade sagen, also Skyrim, um mal vorneweg meine Meinung zu sagen, Skyrim. Ein unglaublich geiles Spiel. Habe ich auf diversen Systemen durchgespielt.
platiniert, ich glaube sogar doppelt platiniert. Richtig, richtig geiles Game. Ich weiß nicht, ob er noch über die anderen Teile redet, weil er gerade von der Reihe geredet hat. Oblivion wäre viel zu schwer für Rainer. Ich glaube, da alle, die Oblivion gespielt haben, können mir dazu stimmen, dass Rainer mit Oblivion niemals klarkommen würde. Es wäre aber sehr lustig, ihn das mal spielen zu sehen. Und dann habe ich Oblivion gespielt, aber ich muss dazu sagen. Er hat tatsächlich Oblivion gespielt. Chaotic in Insanity. Vielen Dank für den Wongen Level 1. Ja, genau, Wongen Level 1. Danke, danke. Ich habe das auf der 360 gespielt und es war irgendwie, ich fand's crap. Ich kam mit dem System nicht klar. Eben. Aber ich Guck mal, er fand Scrap und warum? Weil er mit dem System nicht klarkam, Rainer. Ach, es ist halt. Ach, komm. Ah, Bruder. Ja, also, dass das nicht für dich ist, das wusste ich. Das wusste ich, aber. Deswegen ist das Spiel halt nicht crap, es ist auch sehr ein sehr gutes Game, wenn du mich fragst. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich in dem Spiel einfach nicht wohlgefühlt. Die Elder Scrolls Skyrim dagegen war ich richtig glücklich und zufrieden und es lag nicht nur an den Drachen. Fand ich einfach geil. Also die Elder Scrolls Skyrim kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Leech of Legends finde ich heutzutage echt ein Crap. Leash of Legends. Leash of Legends. Leute. Nicht League, sondern Leech. Ganz wichtig, hinten schön das SCH langziehen. Leech. Man kennt es, ja klar. Ja, habe ich auch, boah, ist aber schon sehr lange her, habe ich auch eine Weile gespielt. Junge, Teemo Main war beste Zeit, aber Bruder, nee, bin ich lange raus. Die Matches gingen mir oft zu lang und, ah, ich weiß nicht, wenn du da ein paar, komische Mates manchmal hattest. Nee, also, um es wie er zu sagen, Leech of Legends war da nichts mehr für mich. Das ist heute einfach nicht mehr spielbar. Und es ist zwar immer noch möglich, Pentakills durchzuführen, aber nicht mehr so, wie es früher war. Manche Charaktere haben die genervt und komplett gerereroked und dann war das, oder gerevoked, und dann war das komplett für den Arsch. Also, Leech of Legends finde ich mittlerweile nicht mehr spielbar. Gut, Astronaut. Also, du musst jetzt festhalten, er findet es nicht mehr spielbar, weil man keine Pentakills nach seiner Ansicht mehr machen kann. Okay, alles klar, Rainer. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Weißt du, wenn du zu unfähig bist, das Spiel zu spielen und keine Pentakills zu machen, das ist ja nicht einfach, ein Pentakill zu machen, aber Rainer, wenn du denkst, das Spiel ist gut oder schlecht, wenn du das hinkriegst oder nicht, ja, dann weiß ich auch nicht. Also, ich bin der Meinung, man kann das heute immer noch sehr gut spielen. Es ist halt einfach nicht zu dich, weil es halt wieder ein bisschen komplexer ist. Ja, er war damals sau cool und hat viel Spaß gemacht. Ich finde es ganz interessant, aber muss auch dazu sagen, es gibt Besseres. Gunfire Reborn, erstklassiges Roguelike-Game. Ich feiere es nach wie vor. Gas Station Simulator. Guck mal, warum hat er solche Spiele da drin? Gas Station Simulator. Also, da muss ich auch einmal wieder groß. Was ist denn das? Gas Station Simulator, Junge. Ja, genau, ich erinnere mich. Der AAA-Titel, der letztens rauskam. Geil, Junge. Ich habe mich seit Jahren drauf gefreut. Oh, Mann. Eieieiei. Immer sehr, sehr skeptisch, wenn es um Simulatoren geht, weil ich bei Simulatoren immer denke, ah, ist es wirklich nötig? Da kann ich genauso gut selber in der Gasstation arbeiten. Andererseits geht es bei uns in Deutschland ein bisschen schwierig, weil Gräme dich nicht, meinen Namen vorzulesen. Musst du in Zukunft noch öfter machen. Das stimmt. Bingo Bongo Rainer im Kongo et Adla. Ah. Ja, aber ich muss es ein bisschen anders aussprechen. Wick Geiler Wurzknoten, danke dir für den Support. Ja, du hast recht. Deinen Namen werde ich jetzt immer vorlesen müssen. Aber das mache ich trotzdem sehr gern. Denn wer supportet, der ja, wird doch vorgelesen, ist ja logisch. Vielen lieben Dank. Bei uns in Deutschland haben wir einen solchen Service wie bei Gas Station Simulator nicht. Bei den amerikanischen Gasstationen oder halt bei den Tankstellen, wie es auf Deutsch heißt, ist es ja so, dass im Normalfall einer rauskommt, ob das überall so ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in manchen Staaten, dass jemand rauskommt und euch betankt. Da steigt ihr gar nicht aus. Ihr habt die Pfoten, ihr lasst die Pfoten von der Zapfsäule. Das macht Ja, nicht. genau. Das machen nämlich dann die Leute, die fragen auch nicht, wie viel, sondern die machen einfach dein Auto voll und dann hast du die Fresse zu halten. Stell dir das mal vor, du fährst zur Tanke
Und es wird gar nicht gefragt, was du tankst. Es wird gar nicht gefragt, wie viel du tanken willst. Es wird einfach voll gemacht mit irgendwas. Ist mir scheißegal. Ah, schön. Gas Station of Germans. League of Legends, die Leine der Legenden. Ja, absolut wunderbar, wirklich herrlich. Wirklich der, wo der arbeitet, oder einer, wo der arbeitet, sondern es geht dann schon viel, viel mehr in die Richtung, ja, Raststätte. Gas Station Simulator ist definitiv ein Muss. Dann hätten wir den Landwirtschaftssimulator. Och nee, kommt der jetzt nur mit so Simulator-Spielen? Ich meine, ich weiß vor allem sowas wie Farming Simulator oder so, das hat eine Fanbase und da gibt es viele Leute, die haben da wirklich Bock drauf, aber ach, Leute, ich fühle das gar nicht. Ich weiß nicht, also diese ganzen Simulatoren-Spiele. Obwohl, okay, ich muss mich... Ja, doch, warte mal. Ja, nee, ich muss mich outen. Nee, wisst ihr, was ich gespielt habe? Und ich fand's nicht mal so kacke. Ich habe Bienensimulator gespielt. Das hört sich an wie das größte Dulli-Spiel, ich weiß. Aber ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich Spaß. So, muss ich jetzt an der Stelle einfach sagen, ich hatte tatsächlich Spaß und wir machen jetzt weiter. Ich habe da nur den 19er gespielt, den 22er habe ich zwar auch, aber ich habe ihn nie gespielt. Es ist interessant auf jeden Fall. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, deswegen kann ich auch sowas wie Sälenmaschine bedienen und so weiter. Habe ich alles als Kind gelernt. Das Spiel ist mir etwas zu realistisch. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Arbeit selbst gewöhnt bin oder gewöhnt. Junge, was für gewöhnt, als ob du die Felder beackert hast oder so, Rainer. Junge, du bist als Rudis Buhr aufgewachsen. Du hast, ja gut, du hast mit 4 im Wald mit Rudi Bäume aus dem Boden gerissen. Okay. Den Punkt gebe ich dir, ne? Alles gut. Naturbursche durch und durch. Aber Rainer tut ja so, als ob Rudi hinterm Haus 3 Hektar Acker hatte mit jeweils 15 Traktoren und die mussten jeden Tag bewässert und beackert werden. Also, Bruder, weiß ich nicht. War und mir deswegen das vielleicht keinen Spaß macht. Ja, ich muss sagen, für mich ist es nichts Interessantes. Dann hätten wir als nächstes, warte mal, ein bisschen runter scrollen. Wir sind jetzt bei der Nummer 9 und das heißt YouTubers Live OMG. What the fuck? YouTubers Live OMG. Das klingt wie so ein Flash-Game-Spielaffe. Spiel. Jeder Euro, den Ruiner nicht bekommt, ist ein guter Euro. Daumen hoch. Danke, Jörg Autik. Danke für den Support. Und die Message ist natürlich richtig und wichtig. Also, das klingt wie so ein Spieleaffe-Game oder so. Warum nimmt man sowas in eine Spieleliste rein? Ah. Und da merkt man doch schon, ihm ist wieder nichts eingefallen. Der erste Teil dagegen ist natürlich perfekt für YouTuber, um mal so einen kleinen Scherz zu machen oder so ein kleines Scherzvideo zu machen. Es hat natürlich mit dem richtigen YouTube-Dasein nichts zu tun. Es geht aber halt so ein bisschen in die Grundlagen der Arbeit. Ich find's cool. Als nächstes habe ich das Spiel Black and White. Altes Spiel. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand von euch kennt. Kann er bitte den armen Stuhl nicht so quälen? Hört ihr, wie der schreit? Oh Mann. Ich hätte ihn gerne befreit. Meine Gemeinschaft hat, man spielt quasi einen Gott und Black and White 2 ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Als nächstes hätten wir Dante's Inferno. Nach der Erzählung. Junge, das ist doch gottlose Kommentar. Jemand schreibt im Chat sein Triple-Kin, Bruder, und daraufhin jemand anders, dieses Kind ist fast schon ein eigenständiger Kopf. Lasse das an dieser Stelle unkommentiert. Von Dante Alighieris göttlicher Komödie, aber anders als in der, ja, also anders als in der Komödie ist es ein Hack and Slay. Metzelt alles nieder, was einem in die Quere kommt. Es ist teilweise ein bisschen tricky, ein bisschen schwer an manchen Stellen. Es lohnt sich wirklich. So, dann lasst mich mal kurz spicken. Das nächste ist die Nummer 12 und da habe ich Prototype 1 und 2. Die 2 habe ich gespielt. Hat Spaß gemacht, habe ich auch platiniert. Ja, doch, kann ich so sagen, hat Spaß gemacht, war okay. Ich habe Rainers Let's Play gesehen und es war, was hat er beim Endkampf gesagt? Ich weiß, es hört sich als Ausrede an, aber der Controller ist kaputt. El Zadla, hier geht schon wieder nix. Jetzt macht er einen Move, den hätte er noch gar nicht machen dürfen. Ja, das war auch wieder schön. Oder dass ich das Spiel einfach vom Prototype bedient hat.
oder andersrum. Aber prinzipiell ist es einfach geil. So, das nächste Spiel ist Monster Hunter World. Aber es gibt wirklich Monster am Ende, da ist man gerade mal so groß wie die Kralle. Ja, Und das ist so ein Punkt. Und jetzt wäre ich auch ausfallen. Das nervt mich. Wirklich. Monster Hunter, ich spiele schon sehr lange Monster Hunter. Ne? Ich liebe diese Spielereihe. Monster Hunter World war auch mit Abstand mein Lieblingsgame. Ne? Rise war auch okay, aber World war. Oh, Bruder, World war Liebe. So. Und dann kommt ein verdammter Rainer und will mir irgendwas von dieser Spielereihe erzählen. Boah, Bruder, das macht mich so mad, ne? Ey, auch dieser Ausschnitt hier mit Devil Joe, Dämonen Joe. Boah, da musste ich auch an mich halten, ne? Aber Junge, all das macht mich auch schon wieder fertig. Warum spielt er das, Mann? Rainer, das ist wirklich, spiel was anderes. Lass das doch einfach, bitte. Voll das Monster, ja, genau. Ach. Der Kralle hängt noch eine ganze Zehe und dann hängt auch noch das ganze Bein dran. Und das restliche Monster im Normalfall auch. Oder High-Schaden, High-Damage, da einer der Hauptpunkte an der ganzen Sache. So, dann hätten wir als nächstes Deep Rock Galactic. Das habe ich momentan ziemlich gesuchtet. Cool. Und das wundert mich. Das wundert mich. Deep Rock Galactic habe ich auch gespielt, weil es das gab. Das gab es aber irgendwann kostenlos für Konsole. Und das habe ich mit einem Kollegen zusammen gespielt. Und das war okay. Da bist du halt so ein Zwerg oder so ein Bums und gräbst halt im Untergrund irgendwelche Sachen aus. So. Das ist halt ein Game, das spielt man eigentlich mit Kollegen. Rainer hat es natürlich wieder alleine gespielt. Und das macht mich eigentlich ziemlich glücklich. Habe ich wirklich viel gerissen in dem Spiel. Ich finde den Schützen unnötig. So, das nächste Spiel ist die Nummer 15. Das wäre The Witcher 3. Ich weiß, ich habe es kaum geschafft, bis zum Baron. Das ist relativ am Anfang vom Spiel zu spielen. Und dann hatte ich echt keinen Bock mehr. Nicht, weil es zu schwer war, sondern alles sich so lange gezogen hat. Das Spiel. Das ist so schön, ne? Er liest sein eigenes Geschriebenes da ab. Also ihr müsst euch vorstellen, er hat sich hingesetzt und hat sich wirklich für dieses Spiel Notizen gemacht. Jetzt versucht er, diese Notizen vorzulesen. Ich habe es nicht mal bis zum Baron geschafft. Natürlich nicht, weil es zu schwer war. Ganz wichtig, auch das zu erwähnen nochmal, ne, Rainer? Witcher 3, ich weiß, viele Leute sagen, Meisterwerk, richtig geil. Und ich liebe eigentlich auch solche Rollenspiele, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin nie reingekommen. Ich habe es dreimal, glaube ich, mittlerweile versucht und ich bin nie reingekommen. Ist leider einfach wirklich nicht mein Game. Spiel selbst ist aber geil. Ich habe damals das Let's Play von Gronkh angeschaut. Das habe ich alles gesehen, aber mehr habe ich dann nicht mehr geschaut. Ich hab dann nicht mehr gekonnt. Das war für mich einfach alles zu viel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde The Witcher auf lange Sicht sehr langweilig, weil es einfach zu langfristig ist alles. The Hunter, Call of the Wild. Tiere jagen in verschiedenen Teilen der Welt und das ist einfach nur ein PC und virtuell, wo man keine Tiere im realen Leben angreifen muss. So, The Binding. Sagt der Typ, der dann, wenn er mal grillt, weiß ich nicht, 15 Gramm, Kilogramm, weiß ich nicht, Jawurst wegschlürft, Alter. Aber gut, egal, wir machen mal weiter. Fürs Tierwohl, nicht wahr, Rainer? Of Isaac, beziehungsweise The Binding of Isaac Rebirth. Und es ist auch ein Roguelike-Game. Es ist vielleicht sogar das Roguelike-Game schlechthin. Ich besitze beide und habe bei beiden über 200 bis 300 Spielstunden. Ich müsste jetzt sogar nachschauen, um zu wissen, wie viel ich genau habe. Ein richtig geiles Spiel und kann es echt nur empfehlen. So, das nächste Spiel ist Enslaved, Odyssey of the West. Dazu brauche ich eigentlich nicht viel sagen, weil momentan spielen wir das im Stream. Versuchen, irgendwelche Lager zu stopfen und so weiter. Es hört sich ein bisschen nach KZ an. Ja, und dann geht es halt weiter. Digga, was? Digga, was hat er gerade gesagt? Okay. Ich lasse das unkommentiert und danke mal 360 Leuten dafür, dass sie im Stream sind. Hallo und Mette an alle. Alter, was? Mit dem ganzen Scheiß muss man halt mal anschauen, um das zu verstehen. Ich empfehle dazu einfach mal mein Let's Play oder mein Livestream. Dungeons 2 und 3. Für Fans der bekannten Reihe Dungeon Keeper ist Dungeons eine hervorragende Lösung, wenn sie mal auf ein modernes Dungeon Keeper scharf sind. Ein Spiel, das man halt eigentlich nicht mehr auf der heutigen Plattform spielen kann, weil das einfach mit dem heutigen Windows nicht mehr kompatibel ist. Wenn ihr natürlich ein anderes System nutzt, Linux oder so, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt geht. Auf jeden Fall gehört es in jede Möglichkeit. Und Dungeon Keeper ist quasi die Erweiterung bzw. die Erneuerung von diesem Spiel. Es ist kein direkter Nachfolger zu Dungeon Alter. Keepers. Alter, Reiter, schlaf nicht ein. Oh mein Gott.
Rainer, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber es ist definitiv. Oh, was ist denn mit mir gerade los? Ich bin müde wie sonst was gerade. Man muss es sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja? Es gibt wirklich so Anspielungen auf Herr der Ringe. Es ist richtig cool. Natürlich, wenn ich jetzt schon bei Dungeon Keeper bin und von Dungeon Keeper rede, darf man natürlich Dungeon Keeper nicht verpassen oder vergessen. Das ist einfach zu lange her. Und wie gesagt, das gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall in jede klassische oder in jede vernünftige Spielesammlung. Dann, was auf jeden Fall auch in normalerweise jeder Spielesammlung gehört, ist Tony Hawk. Entschuldigung, Skateboard-Spiele. Tony Hawk ist halt einfach noch mit Knöpfe drücken. Und ich habe übrigens auch Tony Hawk's Ride hier sogar. Ich hab doch gedrückt. Leute, der macht die Gap nicht. Junge, der macht einfach die Gap nicht. Ich raste aus. Das war aber Skate, oder? Ja, das war, glaube ich, Skate. War das Skate oder war das Tony Hawk? Boah, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und das ist noch mit dem Skateboard. Das brauche ich mittlerweile zwar nicht mehr benutzen, dafür bin ich mittlerweile so schwer, aber ich hab's noch. Oder Geiles zumindest für jeden Spiel, vernünftigen geiles. Gamer muss. Quickendrück-Simulator im Shuyoka Let's Play. Eieiei, das klingt nach einer sehr höllischen Kombination, Leute. Dieses ganze Shoyoka-Thema habe ich auch mitbekommen und wirklich gegen so eine zu argumentieren, aus dieser Woke-Bubble, oh mein Gott, Alter, da hätte ich so keinen Bock drauf, Alter. Nee, gar keine Lust. Wenn ich die schon sehe und höre, ach nee, weiter, let's go. Was mindestens einmal gespielt haben im Leben. So, Forza Horizon 4 und 5. Was mir gefällt, ist die freie Fahrt. Need for Speed war natürlich. Ach übrigens, danke für den Support, habe ich vergessen zu erwähnen. Und ja, die Leute schreiben schon Skate, das war Skate, okay, alles klar. Ich war mir gerade nicht sicher. Ja. Noch der zusätzliche Reiz, dass man die Möglichkeit hatte, die Cops zu nerven und die Cops einen dann gejagt haben. Das 5er gefällt mir wirklich gut. Ich habe es auch gestern wieder gespielt. Ich werde es vermutlich auch noch heute spielen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Heidenlaune macht. Einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Es ist zwar kein Pen and Paper, aber es geht so in die Richtung von Pen and Paper. Und zwar 60 Seconds. Ist ein richtig cooles Spiel, bei dem man am Anfang vom Spiel rumläuft in seinem eigenen Haus und dann verschiedene Sachen einsnackt. Unter anderem Lebensmittel, seine Familie, seine Frau, seine zwei Kinder. Wo man verschiedene Sachen einsteckt. Lebensmittel, seine Frau, seine Kinder. Also klaue ich mir die zusammen oder was willst du mir jetzt damit sagen? Hä? Wo man verschiedene Sachen einsteckt. Seine Frau, seine Kinder. Man kennt. Und warum Pen and Paper? Weil man im Prinzip dann nur noch sein Buch hat und alles über dieses Buch interagiert. Ja, haben dann auch ganz bescheuerte Namen mit Timmy und Dolores. Und das ist eigentlich ganz witzig. Dann hätten wir als nächstes Absü oder Abyss. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Alter, Abyss, sagt der Absü dazu? Junge, eine Google-Suche reicht, Rainer. Übersetzung und es dir einmal vorspielen lassen. Absü, okay. Wenn ich jetzt das Wort Abyss lese, sage ich nur noch Absü. Leute, oder wir können es ja noch erweitern. Wir sagen nicht mehr Absü, wir sagen Absühne. Ja, machen wir das so? Absühne. Okay, gut, alles klar. Sorry, ist ein richtig schönes Spiel. Ich persönlich zum Beispiel stehe drauf. So, das nächste ist Age of Empires 2. Ich weiß, dass viele momentan auf dieses Age of Empires 2 HD abfahren. Muss aber auch sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Kann aber nicht nachvollziehen, wo das wirklich zu 2D, wo das wirklich zu Age of Empires aufschließen will. Also, ich kenne wirklich die Spiele und ich kenne wirklich Age of Empires 2 auswendig. Ich habe das damals gesuchtet wie ein Blöder. So mit 15, 16. Und ich erinnere mich an jede Quest, an jede Mission, an jeden noch so kleinen Furz im Spiel. Gesuchtet wie ein Blöder heißt bei Rainer so 300, 400 Spielstunden und wir haben Skyrim gesehen, das bedeutet gar nichts. Ah, schön, schön, schön. Leute, ich habe mal eine Frage an alle, die das Video sehen und auch die, die im Stream sind. Ich hatte als, was hatte ich denn da gespielt? Das war auch so ein Aufbauspiel. Empire Earth hieß das. Junge, das war der Shit. Kennt das jemand? Das hat so unnormal Laune gemacht, Alter. Sorry, aber das sind nicht die gleichen Quests wie damals, zumindest nicht meiner Erinnerung nach. Also die HD-Version gefällt mir nicht. Die Originalversion damals hat mir besser gefallen. Ja, und da gab es ja auch noch den geilen Big Brother den Big Brother Cheat. Da hat man einfach mal ein Raketenauto beschworen, was einfach mal mit Raketen auf die Gegner schießt. War. Es wundert mich nicht, dass Rainer natürlich diese Cheats auswendig kennt. Das ist natürlich klar. Gecheatet muss schon werden, klar. Immer ganz witzig. Gut, die Siedler 4. Die Siedler 4 ist richtig geil. Conan Exile. Oder Exiles. Nicht nur das Höschen, sondern wirklich nackt. Habe ich mir hier als erstes aufgeschrieben. Das wirklich, es ist so, es ist so, es ist so klar, Rainer, wirklich.
Also, du kannst, ich habe Conan Exiles auch ein bisschen gespielt mit einem Kollegen, war okay, er war jetzt nicht weltbewegendes Game oder so, war halt in Ordnung. So, und ja, ha, hihi, du kannst deinen Charakter komplett nackt machen. Rainer, das sind die Sachen, wirklich, daran erinnerst du dich natürlich, ne? Oh, ey, das, wirklich toll, wirklich toll. Bruder. Ibi, Mann, yo, Winge, war echt nice Sache, dass du hier mal Livestream machst. Zieh mir alles von dir rein, bist ein stabiler Typ, mach weiter so. Schöne Weihnachtszeit, lieber Ada Medal. Ja, vielen lieben Dank für die lieben Worte. Danke, danke. Wenn man sich auszieht, hat man ja normalerweise immer noch ein Slipchen an. Ja? Ein Slip und die Frauen haben dann nochmal so eine Binde über die Brüste. Irgendwie habe ich gerade. Irgendwie gefällt mir gerade meine Haare. Warte mal kurz. Und dann kann man den Nacktheit kann man dann auch vollstellen. Natürlich ist das Spiel dementsprechend ab 16. Und dann sieht man aber auch alles. Ja? Man sieht, wie dem Typen der Dödel da rumhängt und man sieht bei den Frauen die Brüste und. Ja, und das ist jetzt interessant. Junge, das ist ein Survival-Game. Da kann man so viel anderes drüber erzählen. Und das Einzige, was. Ah, wirklich. Also, das ist auch schon wieder so bezeichnet. Das Einzige, was Rainer dazu zu sagen hat, ist: Ja, du kannst dich nackig ausziehen, das finde ich mal wieder geil. Ah, Leute, muss ich aber auch wieder weg. Na, alles weitere auch. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das Spiel gespielt habe. Wenn man nicht aktiv ist, dann kann man auch davon ausgehen. Junge, wirklich, eine Wicklassiste ist so ein Genie, ey, wirklich. So ein Genie, der Typ. Dass es nichts bringt. Need for Speed. Tagesrhythmus von Tag Dämmerung bis zu Taguntergang und dann fing es wieder bei der Dämmerung. Ich hätte so gern einen Zusammenschnitt von dem ganzen Video, nur mit den und Ams von Rainer. Ich wette, wir kommen auf eine Minute. Das ist so witzig, Alter. Also die Nacht wurde komplett übersprungen. Das lag daran, dass die Rechenleistung von dem Spiel darunter gelitten hätte, wenn die Tag- und Nachtzyklen gemacht hätten. Deswegen gab es nur einen Zyklus. Das war mir schon klar, aber ich finde es trotzdem schade. So, mein Stuhl quietscht wieder wie sonst was hier. Er schreit schon Er hier. schreit, ja, er schreit, genau. Rainer, schönes Erkanntes, er schreit, er quietschig, er schreit. Hilfe. So, das nächste wäre Burnout Paradise City. Hatte ich Paradise nicht schon aufgelistet gehabt? Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich hatte. Nee, habe ich nicht. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt, weil ich das gerade als das Skript alles geschrieben habe. Wie lange sind wir jetzt in der Folge? Wir sind schon seit 42 Minuten drin. Wir sind aber erst bei 28. Also Teamgeist, auch Woche Level 5. Vielen lieben Dank. Danke, danke für den Support. Also 50 ist vielleicht ein bisschen viel. Beim nächsten Mal mache ich dann vielleicht nur 25. Ja. Plot Twist, er hat nie wieder so eine Folge gemacht. Von daher. Das ist auch der Titelsong vom Spiel. Also Burnout Paradise City hat den Titelsong von Guns N' Roses mit Paradise City. Muss dazu sagen, es ist richtig, richtig geil. Es hat auch einen freien Fahrtmodus. Es hat aber ansonsten auch viele Nachteile. Als nächstes hätten wir Ark. Das heißt ja eigentlich Ark Survival Evolved. Oder Survival Evolved. Ich bin ein großer Fan von Survival, sowohl im Real Life als auch in Spielen. Muss dazu sagen, Im Real Life, Alter. Meme sitzt vor seiner Plane, die nicht gespannt ist, und erzählt mir irgendwas von Survival. Aber wisst ihr noch dieses Survival-Video? Was hat er gemacht? Er hat sich das Deutsche Bahn-Ticket gekauft. Das war richtig krass Survival. Und er hat diese Fertig-Sandwiches gegessen. Junge, da wurde mir aber auch wirklich beim Zusehen schlecht. Wirklich, ekelig. Vor allem Spiele feiere ich besonders hart. Muss aber auch dazu sagen, dass ich bei Spielen immer ein bisschen skeptisch bin. Bin aber auch ein großer Fan von Dinosauriern und deswegen muss ich sagen, ist Ark Survival Evolved ziemlich geil. Auch wenn ich dazu sagen sollte, dass ich ziemlich Schiss von den riesen Oschis habe. Ja, umso größer die. Was ist denn manchmal mit seinem Gesicht los? Ich mache mir wirklich manchmal Sorgen, dass der Schlaganfall reinkommt oder so. Die Oschis werden, umso mehr Schiss kriege ich. Jetzt kommt etwas, was nur die ganz Alten unter euch wissen dürften. Also CR weiß ich nicht, ob sich daran erinnert, aber CR sag ich schon. Nee, doch, schon, CR. Wie auch immer. Meine Mods weiß ich nicht, ob sie es noch kennen und die anderen alle. Aber es gab mal ein Spiel, es hieß Hugo. Das war damals auf RTL und auf Sat.1 so im Fernsehen. Da konnten dann Kinder anrufen und konnten dann anhand von links und rechts und springen sagen, was man machen sollte. Ist ein bisschen tricky und alles. Und warum erwähne ich das jetzt? Ich habe da nie angerufen. Oder ich glaube, ich habe es zweimal versucht oder so. Aber ich habe da nie angerufen. Ich habe da nie angerufen, also ich habe es selber versucht. Dann hast du auch faktisch da angerufen, Rainer. Lell. Was ist denn da wieder los? Glaube ich, aber ich habe das Spiel tatsächlich dafür im Real Life. Ich habe das Spiel tatsächlich im Real Life mir als CD irgendwann mal geholt, als Kind, als Jugendlicher. War ein Fehlkauf durch und durch. Also das Spiel taugt nicht wirklich viel, aber es war ganz witzig.
Arcane World gab es dann noch. Oder Acer World. Acer World, ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich kenne so viele Spiele, von denen er da erzählt, nicht. Und ich würde wirklich sagen, ich kenne viele Spiele. Vielleicht sind das alles ältere Spiele. Vielleicht kenne ich die deswegen nicht, keine Ahnung. Aber ja, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nie gehört. Ich habe das Spiel damals bekommen, als ich bei Gameplay Zone eingestiegen bin. Jetzt fragt sich jeder, was ist ein Gameplay Zone? Gameplay Zone ist eine Gruppe von Let's Playern und Streamern gewesen. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Let's Plays und Spiele gemacht haben und dafür halt auf einer Webseite. Ähnlich wie bei damals Gronkh TV. Und so ähnlich war das auch aufgebaut. Wir hatten eine eigene Webseite und haben uns auf der Webseite unter anderem im Forum auch darüber unterhalten, was wir halt so Let's Playen. Und haben halt immer versucht, so möglichst ineinander nicht ins Gehege zu kommen. Und dann wurde das so ein bisschen, wurde man dann ein bisschen so hin und her geschickt. Genau, und ich bin damals eben bei Gameplay Zone bin ich damals eingestiegen und da habe ich unter anderem und wir hatten dann halt auch Werbeverträge hier und da, 1000 Abonnenten oder so, oder 2000, und dann habe ich wollte gerade sagen, da hast du doch keine Abonnenten, also dann hast du, da erzählt er was von Werbeverträgen, das ist genauso glaubhaft wie dein komisches Placement von damals mit dem Handy, wo er gesagt hat, ja, Huawei irgendwas, hat mir ein Handy gesponsert, also bitte, als ob. Habe ich unter anderem eben dieses Spiel damals bekommen. So, das nächste Spiel ist, achso, was ich jetzt dazu sagen soll, das Spiel selber ist eigentlich nicht wirklich lohnenswert. So, dann haben wir MMORPG. Das ist im Prinzip Tycoon 2. Da kann man sein eigenes MMORPG oder ORPG. Ist richtig geil. Aber ich würde sagen, jeder, der Bock auf sowas hat, sollte sich einfach mal den Livestream anschauen. Geht allerdings nur auf Mitgliedschaft. Die Sims 1, 2 und 4. Und Sims 2 habe ich damals die CD verloren. Das hat mich geärgert. Nicht die CD. Ich habe nicht die CD verloren, sondern ich habe das Heftchen verloren. Und damals war es so, auf den Heftchen war hinten unten immer noch der CD-Cake standen. War ziemlich ärgerlich. Am schlimmsten war immer, wenn man das Spiel komplett installieren konnte und dann zum Einloggen beziehungsweise zum Starten des Spiels seine CD-K brauchte. Das war immer am ärgerlichsten. Das klingt nach einem Kindheitstrauma auf jeden Fall. Ja, Sims, was kann ich dazu sagen? Ich habe Sims 2 und 3 gespielt, ist halt okay. Kann man halt machen, ist jetzt nichts Weltbewegendes gewesen, aber ja, hat schon mal eine Weile Spaß gemacht, war okay. Weil dann hat man sich teilweise, damals ging es ja nicht so schnell wie heute, damals hat man sich dann für eine Stunde oder was hingesetzt, hat es installiert, gezittert und gebibbert, oh komm, schneller. Und dann ist es verreckt. Richtig dumm. Das nächste ist die 35 und das wäre Awesome Nauts. Heißt glaube ich sogar Play to Free. Und für alle MOBA-Fans, die sich fragen, kann man ein MOBA auch im 2D spielen? Und ich kann auch echt nur sagen, es geht sogar ziemlich gut. Black Mirror. No shit. Natürlich kann man das. Reihe. Black Mirror. Genau. So, dann hätten wir Mario-Reihe. Die Mario-Reihe ist die 37 gerade auf meiner Liste. Ich bin wirklich erstaunt, dass jetzt erst die Mario-Reihe kommt. Wirklich, ich dachte eigentlich, das sagt er als zweites mit Salat dazu. Aber na gut, ja. Was kann ich zur Mario-Reihe sagen? Ja, nice Spielereihe. World habe ich damals richtig viel gespielt auf der, was war das, NES oder so. Und tatsächlich, das neue Mario habe ich mir auch geholt. Hier das, wie heißt das, Wonders oder so. Kann ich auch sehr empfehlen, macht echt Bock. Spiele ich mit einem Kollegen ab und zu mal. Macht schon Spaß. Mario-Spiele sind natürlich immer ganz witzig. So, Mario braucht nicht unbedingt eine gute Story. Also die einzige Reihe von Mario, die mir wirklich gut gefallen hat, ist eigentlich Mario Maker. Weil die Mario Maker-Reihe wo man dann mit Möglichkeiten spielen konnte. Ocarina of Time Randomizer und Twilight Princess Randomizer geben, was ich persönlich feiern würde. Das nächste Spiel ist Wario World. Er ist ein bisschen kommerzieller als Mario. Mario verdient zwar mit seinen Jumps und mit seinem Gedöns und mit seinen Gespringe gegen irgendwelche Blöcke verdient er zwar auch ordentlich Cash, aber irgendwie gibt er das immer wieder aus, weil er immer wieder irgendwie abgebrannt ist. Oder zumindest. Was erzählt der denn da? Wirklich, der erzählt er mir irgendwas von Mario, der Geld ausgibt? Und will er jetzt einen Umschwung zu Wario machen, dass der Geld anhäuft oder was? Rainer. Ach, ja, interessant, nice. Schaut da abgebrannt aus. Wario dagegen ist irgendwie so kommerziell und spart alles und häuft immer mehr Schätze an. Und so geht es zum Beispiel auch in Wario World los. Passiert aber irgendwie bei ihm immer, irgendwie wird sein Schatz immer geklaut und dann muss er ihn wieder befreien. Aber das habe ich damals auf dem Gameboy gesucht. Da war ich damals krank geschrieben in der Schule und dann habe ich das gefeiert und es war richtig geil. Guck mal, das finde ich auch lustig, ne? Damals in der Schule schon krank geschrieben, wahrscheinlich nicht krank gewesen und lieber zu Hause gezockt. Und jetzt natürlich keine Lust auf Arbeit und lieber YouTube und dann zocken, ne? Hat sich eigentlich nichts verändert, wenn du so siehst.
Okay, habe ich hier als nächstes stehen. Das ist die Nummer 39. Donkey Kong, ne? Oder auch Drift King mit Jumpman damals noch. Ein richtig geiles Spiel. Und ich muss dazu sagen, das mit dem Hammer damals, das ist ein bisschen. Dann haben wir als nächstes Amorines. Das ist jetzt auch ein Spiel, das vermutlich keiner von euch kennt. Hast du auch hundertprozentig falsch ausgesprochen. Amorines. Hat irgendeiner von euch eine Idee, was er damit meinen könnte? Amorines ist komplett falsch. Da würde ich meinen Erstgeborenen drauf verwetten. Wario Gabidalistensau, schreibt Teamgeist. Wunderschön. Für GTA 5 bin ich auch mal krank gewesen. Yeah. Lass dich nicht erwischen. Für die Switch, für die N64. Jetzt habe ich den Namen vergessen, wartet. Ich muss dazu sagen, dass ich eher ein Fan von Harvest Body war. Richtig geiles Spiel auch, aber dazu kommen wir anders mal. So, ich bin kein großer Fan von Schleichspielen, aber die Nummer 41 wäre Splinter Cell. War mal was anderes für mich, weil ich bin eigentlich eher der Typ, der sich das Schwert aus der Ecke packt und dann einfach reinstürmt und alles niedermetzelt, was ihm über den Weg läuft. In so einem Spiel wie Splinter Cell ist das natürlich gerade ein Fehler. Eigentlich in den ersten 5 Leveln oder so bin ich da rumgeguckt und dann war es das eigentlich. So, die Nummer 42 wäre Bloons TD Battle. Man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren, wenn man was freispielen will, oder man zahlt dafür Kohle. Das kann man beides machen. Und ich für meinen Teil muss sagen, Bloons TD Battle ist definitiv ein großer Blick in die Zukunft, wo man sich wirklich mal hinsetzen sollte. Und was heißt großer Blick in die Zukunft? Ich laber Schwachsinn, sorry, ich bin müde. Bloons TD Battle ist auf jeden Fall ein geiles Tower-Defense-Spiel, wollte ich sagen. Was hat das mit dem Blick in die Zukunft zu tun, ey? Wirklich, manchmal, ich habe wirklich das Gefühl, manchmal will Rainer einfach irgendwas sagen, um was zu sagen. Ne? Er hat nicht viel zu sagen und dann holt er so hohle Phrasen raus wie, ja, es ist ein Blick in die Zukunft. Hä? Okay, alles klar. Ich weiß es nicht. 43 ist die Borderlands-Reihe. Damit meine ich wirklich Borderlands 1 bis 3 und Pre-Sequel. Oh mein Gott. Nee, komm, mir reicht's. Ich mache jetzt kurz mein Headset-Kabel ab. Moment. So, das habt ihr gehört, ist mir egal. Ich wandere. Pre-Sequel. Pre-Sequel. Leute, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock auf Pre-Sequel? Oder, also, ich weiß, also mir fehlen auch wieder die Worte, ne? Borderlands 2 und 3 vor allem, ne, obwohl die 3 eher weniger, die 2 fand ich besser. Sehr geile Games, hab auch die Pre-Sequel Edition, Alter. Aber das macht mich alles schon wieder fertig. Pre-Sequel, gut. Wir machen weiter. Ich weiß doch gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich meine, ihm fällt's eh nicht auf. Spricht da wieder über Kaba. Ich wünschte, es wäre so. Dann lieber höre ich mir das an über Kaba, Alter. Oh, nee, Alter. Brisigwell. Leute, ich muss weg. Und ich habe in keinem von den Spielen unter 150 Spielstunden. Außer im Pre-Sequel, da habe ich ein bisschen weniger. Er hat's nochmal gesagt. Er hat nochmal Prisigwell gesagt. Ich kann das gar nicht so aussprechen wie er. Prisigwell. Das hört sich wie ein französisches Wort an. Prisigwell. Nee, italienisch könnte das sein. Le Prisigwell. Ja, das, ja, oh, ja, doch, der ist sehr, Rainer wieder sehr bewandert. Vielleicht unterschätzen wir ihn alle. Vielleicht verstehen wir da wieder irgendeine Metaebene nicht. Nee, Amanda hieß die nicht. Amara war es im dritten dann. Und ich feiere die halt einfach. Ja, ich feiere das einfach. Es ist ein richtig cooles Spiel. Muss mal einen Schluck trinken. Wartet mal kurz, mal ein bisschen die Kehle befeuchten. So viel reden ist ein bisschen schwierig. Ja, kann man auch rausschneiden. Du regst mich schon da auf, Mann. Vor allem, wenn man es nicht gewöhnt ist. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Der nimmt Oh sich überhaupt nein! nicht selber ernst. Also den zweiten Teil. Kann bitte jemand diesen armen Stür aus seiner Gefangenschaft befreien? Oh mein Gott. Teil, da gibt es purste Verarschen, da gibt es sogar ein DLC, was wie ein Pen and Paper aufgebaut ist. Also, auf jeden Fall ein richtig guter Blick auf das Spiel sollte schon mal drin sein. So, Oh. dann haben wir Darkness 2 und ein kleiner Fun Fact am Rande, ist immer ganz witzig. Ich kann genau nachschauen, wann, an welchem Tag ich mir dieses Spiel installiert habe, beziehungsweise wann ich mir meinen Steam-Account gemacht habe. Ich habe mir damals die Version in Österreich gekauft, weil es in Deutschland indiziert ist. Man durfte es zwar einführen, aber man durfte es in Deutschland weder kaufen noch vertreiben. Und deswegen waren wir damals zu dritt in Österreich. Ich habe es mir gekauft, mein Kumpel hat es sich gekauft, ein anderer Kumpel von uns, der dabei war, hat sich was anderes geholt. In Deutschland
installiert habe auf meinem Computer und dann brauchte ich Steam. Und ich kannte Steam damals überhaupt nicht. Ich hatte damals gerade mal so ein paar Monate Internet und da habe ich mich mit dem Zeug nicht auseinandergesetzt gehabt und dann haben wir das dann installiert. An dem Tag habe ich mir das Spiel gekauft und am gleichen Tag, das war dann am Abend des Tages, weil wir haben in Österreich übernachtet gehabt und am Spiel, und da weiß ich ganz genau, an dem Tag habe ich mir das gekauft. Ganz witzig. Ganz witzig. Ich lache mich gerade hier tot, ihr hört das noch nicht. Ja, ich weiß noch, zu meiner Anfangszeit von Steam, kennt ihr das? Wo ihr so das erste Mal Steam benutzt habt und dann kamen diese Summer- oder Winter-Sales und ihr habt viel zu viel Geld für irgendwelche Bums-Spiele ausgegeben, die ihr sowieso niemals spielen werdet. Also bei mir zumindest war das manchmal so, naja. Ein kleiner Fokus auf dem Wort Darkness, also Dunkelheit. Darksiders, und zwar die Darksiders-Reihe von 1 bis 3 und Genesis. Die habe ich mir sogar einen recht coolen Text zusammengeschrieben. Die Apokalypse war schon fast gedacht, dass abgewendet sei. Oh nein! Le Prisiquel! Le Prisiquel! Also, Rainer, wirklich, lass doch die deutsche Sprache! Oh nein! Lass doch bitte die deutsche Sprache und Grammatik in Ruhe! Bitte, bitte, bitte! Eieiei, weißt du, er schreibt sich selber einen Text. Und dann liest er das und nicht mal das funktioniert, Junge. Oh, Bruder! Ja, was kann ich zu Darksiders sagen, um mal mich jetzt nicht die ganze Zeit über seine Aussprache und Lesekünste aufzuregen. Ich habe die 2 gespielt, ich habe die 3 gespielt und ich fand beide nur so okay. War okay. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Oh Gott. So, Leute. Holt doch mal Luft, wir gehen jetzt rein wieder in Leselord. Eieiei. Bekannt geschrieben. Habe ich geschrieben, also von daher. 6 Jahre für alle Reiter der Apokalypse unter euch. Spielt euch das Spiel mal an. Und das ist eben so das Spiel an Darkness. Nee, Darksiders. Brothers, A Tale of Two Sons ist unsere 46. Die Geschichte von 2 Brüdern, wie sie ihren Vater vom Tod retten wollen. Eine Fantasiesprache im Spiel. Es spielt im nordischen Bereich, also hat man auch Trolle und so ähnliches dabei. Es ist auf jeden Fall genial. Man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Dann hätten wir den Bumsim Simulator, ein geiles Spiel, auch wenn es etwas abgefuckt ist. Bam Simulator? Hä? Junge, wirklich, ja, das war so am Ende, da dachte er so, ah Mist, ich brauche noch 3 Spiele, was mache ich jetzt? Na ja, komm, ich gebe mal kurz bei Google Simulator ein. Am Simulator spielt man quasi einen Penner, also einen Obdachlosen, der irgendwie die Hälfte seines Gehirns verloren hat. Was? Das klingt nach einem AAA-Titel. Hat das Ubisoft entwickelt? Das klingt richtig nice, Alter. Man muss auch battlen und viele verschiedene andere Sachen, was Obdachlose zu machen. Es ist natürlich eine etwas romantisierte Variante von Obdachlosen, finde ich. Hat er gerade gesagt, man muss battlen und das machen, was Obdachlose zu machen? Junge, das klingt ja nach einem richtig geilen Game. Fast ein bisschen schade, ist ein bisschen, weiß ich immer nicht, soll ich das gut oder schlecht finden, sowas. Ein gutes Spiel. So, die Nummer 48 ist Gold Rush. Man muss ein bisschen wissen, was man tut, also man muss wirklich schauen, was man macht. Gold Rush, Goldsuche halt. So, die 49 ist Child... Gold Rush, Goldsuche halt, ne? Klar, Leute. Of Light. Bei Child of Light handelt es sich um ein Spiel, das ich, naja, ich hab's auf Steam, aber ich feiere das immer nicht ganz so hart, weil immer wenn ich das installieren will, muss ich mir auch Uplay installieren. Oder musste das früher zumindest, ich weiß gar nicht, gibt's Uplay noch? Ich glaube, das... Ja, gibt's noch, das heißt, glaube ich, jetzt irgendwie anders, keine Ahnung. Ich lese gerade im Chat, Bum Simulator ist wohl bekannt, hat Gronkh gespielt, dann weiß ich auch, warum er es jetzt spielt, alles klar, gut. Hab's verstanden, alles klar. Ist eingestellt worden. Es ist ein Nachteil an dem Spiel. Schlag mich tot. Also es ist wirklich lange her. Okay, dann das letzte Spiel ist ein Spiel, das, also eine Spielereihe, um genau zu sein, das meiner Meinung nach in jede Spielesammlung eines Gamers aus den 90er Jahren gehört. Ich rede von Worms. Oh, ich bin verspannt gerade. Sauwitzig. Einfach sauwitzig. Beim nächsten Mal machen wir, glaube ich, nur 25, weil sonst dauert das Video. Das war alles Worms. Sauwitzig. Ich habe irgendwie 2-3 Wormteile gespielt. Auf welchen habe ich denn gesuchtet? Das war so ein 3D-Teil. Helft mir, Leute. Worms. Ich glaube, die 4 war das. Ach, es hieß irgendwas mit Mayhem. Hieß es Mayhem? Irgendwie sowas. Das war geil. Das war so ein 3D-Worms. Ich weiß, Worms ist immer so 2D. Aber das habe ich mit Kollegen damals zusammen gespielt, Junge. Das hat unendlich viel Bock gemacht, Alter. Das war super geil.
solange wir sind jetzt, obwohl ich mich allerdings, muss dazu sagen, ich habe mich eigentlich relativ kurz gehalten für jedes Spiel, sind wir schon bei 1 Stunde 7. Außerdem ist es fürs Hochladen und fürs Bearbeiten auch immer besser, wenn die Videos kürzer sind. Und tut mir leid, dass ihr jetzt so lange euch das antun musstet. Ja, wirklich, danke. Das hat mich auch wirklich fertig gemacht. Leute, wir haben es geschafft, hey! Ja, worum es für Mayhem war. Danke, 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 Leute. Ja, tolles Video. Ich kann nur sagen, sehr schade, dass da keine neuen Teile rausgekommen sind. Es ging jetzt 50 Minuten, aber ich habe mich stets gut unterhalten gefühlt. Ne? Prise Quell und Absü haben mir da durchgeholfen, Leute. Sehr, sehr schön war das, herrlich.